Willkommen zurück im Studio Winter. Ich bin Lukrezia und gemeinsam spielen wir die Säulen der Erde, Buch 2. Unsere aktuelle Aufgabe: finde Bartholomäus Geld. Und wir sind immer noch in Winchester. Und ihr seht, hier haben wir so diese Leute, die wir jetzt erstmal ansprechen müssen. Wir gucken uns das mal kurz an hier. Hier ist überall alles. Da ist noch einer. Und hier können wir eigentlich... Warte. Handwerksbetriebe, wo man Leder und Tuch macht. Alles, was sie hier haben, ist Blut und Fleisch. Okay. Igitt und Bierbraut. Alle sind so geschäftig. Handwerksbetriebe, genau. Was war die Kirche? Da ist ein Schild mit St. Bennet. Eine feine, altmodische Kirche. Mhm. St. Xavier. All diese Gerüche, Fisch, Tuch, Fleisch, Gewürze. Sie verkaufen hier einfach alles. Okay, jüdisches Viertel. Muss das Judenviertel sein? Viele arbeiten hier als Goldschmiede und Geldverleiher. Keine Christen, also dürfen sie sonst nichts tun. Okay. Viele Juden haben sich in den letzten Jahren hier angesiedelt. Winchester ist eine der wenigen Städte, wo sie in Ruhe gelassen werden. Okay. Kathedrale, Markt. Was haben wir hier? Das war ja da. Ah, hier sind überall, ne? Das kann nicht die einzige Mühle in Winchester sein. Vielleicht gibt es mehr außerhalb der Stadtmauern. Mhm. Münze. Wir sind schon mal mit Vater hier gewesen. Ich kann das Hämmern der Münzen hören. Sie schlagen Silberpennies. Mhm. Wie süß. So, das ist Stadthaus, genau. St. Mary. Bevor Mutter starb, betete sie zu Mutter Gottes. Später sagte sie, sie glaube nicht, dass Maria sie gehört hätte. Okay. Achso, jetzt laufen die zwei schon los. Nee, dann fangen wir besser beim Stadthaus an. Bisschen mit System. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Okay. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Mhm. Unser Stadthaus. Gut, dann gehen wir doch mal ein bisschen hier da hoch. Jetzt erstmal den Mönch. Mal sehen, was die zu sagen haben. Entschuldigt? Oh, noch mehr Pilger? Wie wunderbar, Bruder Bernardus. Heißt das, wir können jetzt zur St. Swithin-Kathedrale gehen? So Gott will. St. Swithin wird meinen Fuß heilen. Oh! Und meine Augen, Bruder Bernardus. So Gott will. Aber wir sind keine Pilger. Wir suchen einen Priester, den unser Vater hier am Westtor getroffen hat. Es war vor etwa 3 Wochen. Tut mir leid, Kinder. Wir sind gerade erst angekommen. Wir sind hier, um am Schrein von St. Swithin zu beten. Gewiss wird St. Swithin auch dein Ohr heilen, mein Junge. So Gott will. Oh, au! Ich bin so froh, wenn mein Fuß geheilt wird. Kannst du schon die anderen Pilger sehen, Bruder Bernardus? Noch nicht, Bruder Peter, noch nicht. Mhm. Okay. Haben die Sie noch was wissen zu sagen? Es nicht. Sie sind nicht von hier. Ah, okay. Wirken gesprächig für Mönche. Was machen sie hier draußen? Okay. Sie gucken Passanten hinterher, warten auf jemanden. Okay. Ah, seht euch diesen jungen, hübschen Mann an. Ah, guten Tag, meine Damen. So höflich. Und seht mal, er hat sogar einen Schmiss am Ohr. Die ist aber auch nicht schön. Gefällt dir, was du siehst, Kleiner? Na, du kannst uns alle beide haben, wenn du zahlen kannst. Habt ihr einen Priester gesehen? Unser Vater ist ihm hier am Westtor begegnet. Er schuldet uns Geld. Oh, von dem redest du? Daher hat er das ganze Geld. Was? Er hat Mary sogar das Kleid bezahlt. Erst wollte er ja nicht. Aber nachdem sie ihm den Kahlkopf gestreichelt hat. Wo ist der Priester? Wie heißt er? Oh, weiß nicht, wie er heißt. Ihr findet ihn in so einer Kneipe. The Boar am Nordtor. Stinkt wie Pisse da. Soll ich's dir mal zeigen, Hübsche? Wie man mit einem Mann vögelt? Oder einer Frau? Mit einem so süßen Mund könntest du ein Vermögen verdienen. Aber in einem Jahr siehst du aus wie ich. Ach, du ahnst es nicht. So, ein Priester hat eine Menge Geld in einem Gasthof namens The Boar ausgegeben. Das ist da oben. Okay, das ist unsere Quest. Dann gehen wir da nochmal hin. Ein weiteres Gasthaus The Boar, anscheinend geschlossen. Wir gehen mal hin.
Wir sind ja so flott zu Fuß unterwegs. Hier sind wir richtig, aber es ist geschlossen. Entschuldige bitte. Wir suchen einen Priester, der uns Geld gestohlen hat. Es heißt, dass er häufig hierher kommt. Ein Priester? Tut mir leid, Kinder, aber ich kann mich an keinen erinnern, auf den die Beschreibung passt. Aber dieser kleine Stallbursche könnte es wissen. Er kennt jeden, der hier kommt und geht. Wo können wir ihn finden? Wenn er nicht in The Boar ist, macht er Gelegenheitsarbeiten in der Stadt. Immer auf Zack, der kleine Kerl. Trägt eine grüne Mütze. Schnucklig, sage ich euch. Eine grüne Mütze? Ein Stallbursche vom Gasthaus The Boar kennt den Priester vielleicht. Er trägt eine grüne Mütze. Okay. Mhm. Da unten ist er. Aber wir gehen jetzt mal gerade erst... Hier kommen wir nicht rein. Nee. So, dann laufen wir gerade hier über die Ritter. Williams Männer. Okay, also wollen wir da nicht lang. Schau dann mal einer an. Wen haben wir denn da? Ach so. Sie sind hier. Hä? Verdammt, da seid ihr ja. Wie, was? Wir haben euch überall gesucht. Oh nein. Hätte ich mich verstecken können? Was? Oh, das nennt man dann wohl gestorben. Das ist ja krass. Wie witzig. Okay. Das war dann jetzt eine Kunstpause, würde ich sagen. So, da sieht uns jetzt niemand. Dann sind das da unten auch Williams Männer. Und da, das habe ich jetzt erst gecheckt. Ups. Das kommt davon, wenn man mit Blödmännern arbeitet. Wie soll ich dieses Fass heben, wenn es zweimal so schwer ist wie ich? Lass mich helfen. Okay. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank dafür. Ich sag's Ihnen ja immer. Wenn ihr wollt, dass ich euch das Lager auffülle, dann macht die Fässer nicht so randvoll. Also, was wolltet ihr wissen? Kennst du einen Mönch, der häufig im Boar zu finden ist? The Boar? Ich hab da schon mal gearbeitet. The Boar, The Lazy Mare und zwei private Küchen. Ihr redet über Vater Ralf. Ich dachte, die Frauen hätten ihn bis aufs Blut ausgesorgt. Aber irgendwie ist er immer wieder mit mir zurückgekehrt. Aber er gibt es nur für Bier und Frauen aus. Nie ein Trinkgeld für mich. Wo können wir ihn finden? Er ist Priester an St. Michael. Eine von den Kirchen hier. Wo ist sie? Nahe beim Osttor. Aber sucht ihn nicht am Altar. Er hängt meist in der Gasse dahinter rum. Danke, du hast uns sehr geholfen. Gern geschehen. Okay. Man sieht sich. Vater Ralf, der Kirche St. Michael, hat vermutlich unser Geld. Die ist jetzt... Wo die Kirche? Wenn da Norden war? Moment, jetzt muss ich mir aber hier... Da. Okay, jetzt muss ich wieder hier gucken, wo ich hier lang laufe. Da ist aber ein Fluss, ich muss hier rum. Das heißt, wir gehen erstmal dahin. Und dann jetzt laufen. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. So. Das jetzt was bringt. Winchester Hintergasse. Seid ihr Vater Ralf? Und wenn's so wäre, was dann? Heißt das ja? Ich denke schon. Er ist der einzige Mönch hier in der Gegend. Was wollt ihr? Ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem Grafen von Shiring. Na und? Überlass Richard das Reden. Unser Vater gab euch Geld. Unser Vater hat Geld bei euch hinterlegt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meint ihr das? Wie ich es sage. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt raus mit euch. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Gebt unser Geld, Mönch. Richard muss das nicht alleine tun. Gebt uns unser Geld. Das passt eher zu mir. Gebt uns unser Geld, Mönch. Wenn du nicht das Maul hältst, hole ich einen Stock und lehre dich Respekt. Untersteht euch.
Ihr sagt also, es gibt kein Geld? Jetzt hast du es kapiert. Mein Vater hat aber gesagt... Dann hat er gelogen. Wir sollten mit dem Vogt reden. Es wäre mein Wort gegen das Wort eines Verräters im Kerker. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab Hunger. Er hat recht, oder? Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Du bist ein Graf Handlewinner. Ich sehe mich mal um. Wir brauchen einen Beweis. Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Zum Beispiel? Vielleicht hat er kürzlich was gekauft, was ein Mönch sich nicht leisten kann. Das ist gut, Ellie. Und dann? Keine Ahnung. Wenigstens sind wir dann sicher, dass er lügt. Vielleicht können wir ihn festnageln. Du bist ein Graf, Handelhühner, ich sehe mich mal um. Vielleicht... Ich sehe mich mal um. Behalte ihn im Auge. Ich sehe mich mal um. Genau. So. Jetzt kann ich... Riecht nach ziemlich starkem Bier, muss ein Vermögen gekostet haben. Darunter schaut ein Stück Leder hervor. Fette Hühnchen so nahe an einem Feuer. Ein offenes Feuer zum Kochen verwendet. Man kann das Fleisch noch riechen. Oh, ich habe den ganzen Tag gefroren. Wie süß. Gasse, da gehen wir wieder raus. Ja, dann gehen wir doch mal zu dem Fass. So. Das ist zu schwer. Ja. Das ist zu schwer. Okay. Dann kann ich das irgendwie damit was machen? Das ist zu schwer. Nee. Hä, ich... Mal sehen, vielleicht... Vielleicht können wir ihn festnageln. Vielleicht gibt er es zu, wenn wir ihn bloßstellen. Bist du sicher? Nein, aber man kann ihm ansehen, dass die Schuld an ihm nagt. Okay. Ich sehe mich weiter um. Dann habe ich wohl was... Das muss ja irgendwie lösbar sein, da mit dem Fass. Hühner? Ein Penny und zwei, okay. Tapferer Richard, er will so stark sein, stark wie Vater sein, aber er wird so verloren. Ihr seid dabei eine Größe, man wird euch die Hände abhacken. Ich muss das irgendwie mit dem Fass, muss doch was sein. Irgendwas ist doch da. Verdrafte halt so Geld. So, aber ist hier sonst noch was? Das ist zu schwer. Ja. Ich habe aber die Lösung noch nicht. Dann sprechen wir ihn doch nochmal an. Man wird durch die Hände in dieser abhaben. Stadt hackt man Dieben die Hände ab. So macht man's in allen Städten. Man wird sie euch abhacken. Ihr habt keinen Beweis. Noch nicht. Das stimmt. Wir werden euch verklagen. Ihr seid dabei eine große... Wir werden euch vor Gericht bringen. Mit welcher Begründung? Damit kommt ihr nicht durch. Damit kommt ihr nicht durch. Warum sollte euch jemand zuhören? Ihr werdet zahlen. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir verhungern. Dann bettelt um Almosen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele Leute leben so. Okay, ihr werdet zahlen. Ihr werdet zahlen. Verpisst euch. Boah, ist das ein Schambolzen. Hatte ich doch schon, ja. Wir werden euch vor Gericht bringen. Mit welcher Begründung? Ach so, das hatten wir schon. So. Jetzt, das muss ich doch jetzt nochmal mit dem Fass gucken. Da kann er noch was? Du bist ein Graf, handle wie einer. Ich sehe mich noch einmal um, bevor ich ihm das an den Kopf schmeiße. So.
Da sind nur die fetten Hühnchen. Genau, und da ist nur das Feuer. Und hier war immer noch das Fass. Aber kann ich das irgendwie... Das ist zu schwer. Kann ich nur das Fass oder kann ich auch das da unten drunter? Nee, dann müssen wir doch nochmal den Richard ansprechen. So, du bist ein Kraftfandel wie einer. Sieh ihn dir an. Er ist nur ein verbitterter alter Mann. Mit dem kannst du es aufnehmen. Ich kann ihn nicht einfach berauben. Dann bring ihn dazu, dir zu gehorchen. Zeig ihm, wer der Herr ist. Du bist jetzt ein Graf. Handle wie einer. Ellie, ich weiß nicht wie. Die Leute respektieren uns nicht mehr. Ist schon gut. Lass mich nur machen. Er muss Angst vor uns haben? Er muss Angst vor uns haben. Aber wir sind nur Kinder. Wie sollte er? Wie krieg ich das gebacken mit diesem Fass? Er riecht nach Bier in der Suppe, schwimmt gutes Fleisch. Er weicht unseren Blicken aus. So. Gasse war falsch. Richard. Warum? So. Das ist zu schwer. Aber sie muss das irgendwie lösen. Aber hier ist sonst auch nichts. So. Jetzt vielleicht. Irgendwie hat es eben nicht richtig geklappt. Ach ja. Hey. Oh, das war natürlich jetzt sehr pragmatisch. Ich wusste nicht, dass ein armer Mönch sich sowas leisten kann. So, und jetzt nochmal von vorne. Das ist der Geldgürtel von Vater. Der Geldbeutel fehlt. Richard, ich hab's gefunden. So, jetzt bin ich auch gespannt. Das ganze Geld ist weg. Das habt ihr ja gewusst. Ja. Dann mach was. So. Jetzt können wir ihn nochmal ansprechen. Ich habe das hier unter deinem Fass gefunden. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Oh je, ich habe das los. Hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Girl. Der Vogt ist ein Bastard. Ja. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Okay, gebt uns das Geld. Gebt uns das Geld. Es gehörte einem Hochverräter. Indem er es mir gab, hat er seine Schuld vor Gott bezahlt. Du bist es, der bezahlen wird, du Widerling. Ihr werdet doch keinem Kirchenmann wehtun. Du bist doch kein Kirchenmann. So. Aber was können wir jetzt eigentlich tun? Gebt uns das Geld. Es gehörte einem Hochverräter. Indem er es mir gab, hat er seine Schuld vor Gott bezahlt. Du bist es, der bezahlen wird, du Widerling. Das haben wir jetzt auch schon mal gehört. Ihr werdet doch keinem Kirchenmann wehtun. Aber ich weiß nicht. Haben wir hier jetzt überhaupt noch was? Kein Bier mehr für diese Kreatur? Was tun kann? Irgendwas ist noch... Das muss er sein. Ja, aber irgendwie... Ah ja. Ich warne euch, ich habe Freunde in der Nähe. Wenn ihr schreit, dann zeige ich ihnen den biergetränkten Geldgürtel und sage ihnen, was für ein Lügner du bist. Du würdest mir nichts antun. Richard, du bewachst die Gasse, setz ihm das Messer in die Kehle. Bewach erstmal die Gasse. Richard, stell dich da vorne hin.
Was? Warum? Pass auf, dass niemand kommt. So, das haben wir schon mal gemacht. Und jetzt setze ich ihm das Messer an die Kehle. Hilfe! Was? Du bist ein Teufel!